Die Sonne lacht über Bad Cannstatt und das darf man durchaus auch metaphorisch sehen, denn sie lacht auch über den VfB Stuttgart. Dem ist ein guter Start in das Pflichtspieljahr 2020 gelungen mit dem 3:0 gegen den ersten FC Heidenheim, einer Mannschaft, der man nachsagt, die beste Abwehr der Liga zu haben. 3 Tore zu 0 geblieben, auch ein klasse Einstand für den Trainer Pellegrino Matarazzo, der sein erstes Pflichtspiel für den VfB Stuttgart an der Seitenlinie absolviert hat und der auch ein gutes Händchen bewiesen hat, denn er hat 2 Joker eingewechselt, die maßgeblich zum Sieg beigetragen haben. Borna Sosa mit der Flanke zum 2:0 auf Nico González und natürlich Mario Gomez, der dann kurz vor Schluss den Deckel drauf gemacht hat. Allerdings, das muss man eben auch sehen, es ist nur ein erster Schritt in einem harten Auftaktsprogramm ins Jahr für den VfB. 4 Spiele in 11 Tagen. Das erste ist jetzt mal abgeschlossen, abgehakt, positiv verlaufen, aber jetzt geht es gleich weiter mit St. Pauli. Wichtiges Spiel, auch nachlegen ist eigentlich Pflicht, wenn man seine Ziele erreichen möchte. Dann kommt der Pokal in Leverkusen nächsten Mittwoch und dann das Heimspiel gegen Aue. Für die Mannschaft geht es hinter uns gerade im Spielersatztraining weiter, das heißt das klassische Arbeiten am Nachspieltag. Bereits am Freitag steht dann auch schon wieder ein Reisetag an. Es ist noch mittags Pressekonferenz hier, dann noch ein leichtes Trainingseinheitchen und dann geht es im Flieger Richtung Hamburg, wo dann am Samstag das Spiel ansteht. Neben der Abreise nach Hamburg am Freitag steht noch ein weiteres nicht sportliches Ereignis sozusagen an. Es ist Deadline Day, das heißt die Transferphase in Deutschland, sie endet. Allerdings wird dieser oftmals spannende und abwechslungsreiche Tag ohne großartige Beteiligung des VfB Stuttgart vonstatten gehen, denn Sportchef Sven Mislintat hat schon gesagt, dass der Kader soweit steht, dass er nicht mehr damit rechnet, dass noch großartig jemand abgegeben wird, außer, ich zitiere, es passiert etwas Verrücktes. Und auch auf Seite der Zugänge, denke ich, und auch das hat Mislintat bestätigt, wird nicht mehr viel passieren, beziehungsweise wird gar nichts mehr passieren, denn er sieht den Kader gut aufgestellt und gerüstet und gewappnet für die kommenden Aufgaben in der Liga. Auch für uns geht es nach Hamburg natürlich. Wir werden in gewohnter Manier für Sie dabei sein, vor Ort sein, berichten und alles abbilden, was rund um die nächsten Spiele beim VfB Stuttgart passiert. Bis dahin.